Ja, halt, stopp. Halt! Wo wir hier gerade sind, möchte ich noch die Irokesen eben einmal aufsuchen. Mal sehen, was die haben wollen für ihren blöden Regentanz. Okay. So, das haben wir gemacht. Das können wir eigentlich schon mal abhaken. Im Nordwesten. Also Nordwesten ist für mich immer noch hier. Verwüstet ihre Stadt. Oh. Das ist natürlich schlecht. Verdammt, wir haben keine Feuerwehr. Verdammt, verdammt, verdammt. Muss er vorstellen? Ah! Wo ist die Schule? Stimmt ja. So, zack, erforschen. Schneller! Ich kann das. Konnte ich das abreißen? Ich weiß es nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Oh. Ups. Auf jeden Fall kann das Haus nicht anfangen zu brennen. Oh, schön hier so. Burger. Ein Bürgerhaus. Das möchte ich gar nicht machen, weil das brauchen wir nicht. Oh Gott, oh mein Gott. Es brennt. Ach du Scheiße, lauf um dein Leben. Ey, cool, die löschen das selber. Die haben das selber gelöscht? Ey, wie cool ist das denn? Das ist mir neu, dass das geht. Okay, da habe ich noch nie so drauf geachtet. Werkzeugschmiede. Achso, ja, 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 ja. Die wollte ich nämlich jetzt auch dann schließen. So, zack. Hallo? Ja, wo sind denn die verdammten Irokesen? Ich denke im Nordwesten. Wir sind bereit. Nordwesten ist doch für mich immer noch. Ist auch nach Norden ausrichten. Ja. Ja, denn. Da können die ja nur hier irgendwo sein. Oder die Insel ist so klein. Ich meine, sie ist im Norden. Das stand doch da auch. Ja, im Norden. Spielzeit dieser Partie 42 Minuten. Uiuiui. Ich bin mal gespannt, ob ich das wieder in 3 Parts aufteilen kann. Oder ob ich doch mal 4 Parts mache. Aber ich glaube beim letzten, bei der letzten Mission oder beim letzten Szenario, da hatte ich auch 4 Folgen. Komm, wir machen das mal ein bisschen schneller. Da ist sowieso der Kartenrand, also hier kann eigentlich nichts sein. Deswegen. Ein neues Gebäude. Bei euch lässt sich immer ein gutes Geschäft tätigen. Ja, die Feuerwehrwache, die lassen wir erstmal. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Ach komm. Wir können los. Auf Kurs gehen. Immer noch keine Irokesen. Wo sind die denn? Wo zur Hölle sind die Irokesen? Sie haben neues Land gesichtet. Oh, toll. Achso, ja gut. Das sieht schon besser aus. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, ist natürlich richtig. Ist ja im Nordwesten von denen hier. Also hat er schon recht gehabt. Vor uns vielleicht nicht im Nordwesten, aber von denen hier. Dann du willst, dass die Irokesen die Wasser des Himmels für deine Freunde, die Azteken, beschwören? Ja. Weshalb sollten wir das tun? Ich weiß nicht. Außer einer Forderung hast du nicht viel vorzubringen, Bleichgesicht. Was möchtest du denn haben? Die Irokesen hegen keinen Groll gegen dich. Waffen. Aber du musst uns deinen guten Willen beweisen. Bringe Tetonka Waffen, dann werden wir für dich das Ritual vollziehen. Ja. Okay. Zack. Oh, wir haben schon keinen Alkohol mehr. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen sauer. Noch nicht. Okay. Wir brauchen nur eine Waffenschmiede. Ziegel, Ziegel, verdammt Ziegel. Komm. Ja, 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 ja. Schnell, 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 schnell. Ja, 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 ja. Der braucht. Gut. Dann wirf mal die Produktion wieder an hier. So. Oder haben wir noch was liegen? Nee, natürlich nicht. Sonst die Werkzeugschmiede hat ja auch gesagt, dass sie nichts mehr produziert. 5 Tonnen Waffen. Oh, das dauert. Oh, das wird lange dauern. Ich hoffe, das sind auch Tonnen hier. Ja, das sind ja alles immer Tonnen. Können wir noch eine Waffenschmiede daneben setzen? Aber dann kommt er wahrscheinlich. Ja, doch, der kommt bestimmt hinterher.
Ich würde gerne noch eine daneben setzen. Komm schon. Wir brauchen noch ein paar Ziegel. Ach, egal. Wir liefern erstmal den Honig aus. So. Dann haben wir nämlich schon mal die nächste Zutat. Und der fängt nicht wieder an. Unsere Majestät, die ist in Lebensgefahr. Wir brauchen schnell Medizin. Okay, die können wir nicht mehr glücklich machen. Ja, ich weiß, wir haben keinen Alkohol mehr. Ich weiß. Ihr seid total unglücklich. Ihre Vorräte an Alkohol sind aufgebraucht. Ja, was soll ich denn machen? Wobei, ich bin so blöd. Ich bin echt so blöd. Verdammt, wir brauchen Ziegel. Wir brauchen unbedingt Ziegel. Was habt ihr denn für Probleme? Ey, dann holt das doch mal ab. Schneller. Das muss schneller gehen. Ich brauche unbedingt Ziegel. Die scheiß Markkarren, die fahren natürlich erstmal woanders hin. Wohin geht es? Habe ich den Honig schon ausgeliefert? Handelsschiff, ahoi. Wo ist der Honig hin? Hallo? Habe ich den nicht mitgenommen? Wohin geht es? Oh nein. Scheiße. Okay, wir müssen nochmal zurück. Habe ich den ernsthaft nicht mitgenommen? Wir haben schon 4 Tonnen Waffen. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Wie viel haben wir jetzt da vielleicht noch eine liegen? Nee. Wir machen das gleich wieder alles dicht, sobald wir welche da liegen haben. Verdammt, die sind natürlich jetzt mega unglücklich, aber ist mir momentan vielleicht sogar egal. Warum holen die hier keine Ziegel ab? Das kann doch auch nicht, das kann doch bald nicht mehr wahr sein. Doch, jetzt hat einer Ziegel abgeholt. Aber wohin gebracht? Der kam von woanders her, glaube ich, ne? Aber wieso werden hier keine Sachen abgeholt von dem Lagerhaus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Holzfällerhütte? Ja, meinetwegen. Ach, weil Holz wieder voll ist, ne? Hopfenplantage, okay. Eine Brauerei, da brauchen wir jetzt nur noch Werkzeug. Da müssen wir jetzt wieder Werkzeug herstellen, ernsthaft? Na gut, komm. Komm. Du kannst auch weitermachen. Achso, das war natürlich auch sehr klug. Das alles laufen zu lassen, aber die Erzmine selber nicht. Es fehlt auch noch eine Tonne, okay. So. Wohin geht es? Jetzt aber. Wohin geht es? Ach so. Wohin geht es? Okay, ich habe also nicht auf den Haken gedrückt. Alles klar? Gut. Wissen wir das auch? Was hast du für ein Problem? Okay. Momentan scheinbar keins. Das heißt, wir brauchen noch Werkzeug und ich will die ja glücklich machen. Ich will ja keinen unglücklichen Bürger hier haben. Das wollen wir ja nicht. Deswegen hoffe ich, dass jetzt mal bald mal wieder ein bisschen Werkzeug hergestellt wird. Erstmal brauchen wir natürlich hier Eisenerz, beziehungsweise Dingens. Eisenwaren. Und dann können wir wieder ein bisschen Werkzeug herstellen. Ich werde in der Zeit mal eben was zu trinken einschenken. In der Zeit, wo das Schiff auch noch unterwegs ist. Aber das sollte gleich da sein, ja. Und da kommt es auch schon. So. Einmal den Honig ausladen, bitte. Ah, der Honig. Hervorragend. Frau Marell ist wirklich eine herausragende Wissenschaftlerin. Dann würde ich bald sagen, dann haben wir es doch gleich geschafft. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wie viele Waffen haben wir denn jetzt? Ja, weil du kein Eisenerz kriegst, richtig? So, dann müssen wir das mal ein bisschen schneller machen, weil wir brauchen unbedingt Waffen und auch Werkzeug. Ihre Vorräte an Alkohol sind aufgebraucht. Ich weiß, deswegen will ich doch gerade... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, weiß ich auch. Deswegen baue ich doch jetzt hier, so, zack, eine Brauerei.
Du kannst da eben rübergehen. Und bald haben wir auch wieder Alkohol. Alkohol. Immer diese Säufer. Haben wir denn jetzt vielleicht mal Waffen? Ja, 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 komm. Ja, 5 Waffen, das reicht. So, nochmal zurück. Waffenschmiede. Schnarch bitte. Ups. Wir sind bereit. So, ja, wir sind bereit. So, Azteken, Irokesen meine ich natürlich. Ihr kriegt eure blöden Waffen. Unsere Felder sind verdammt. Scheiße, das waren die falschen. Wir brauchen diesen Regentanz. Sonst können wir dir den Kakao nicht geben. Ja, ihr kriegt den Regentanz auch. Deswegen fahre ich erstmal noch nicht zu euch, sondern hier erstmal. Oh, die Bilanz ist schon wieder schlecht, aber. Ach so, weil ich die. Ja. Natürlich. Es kann zum Abriss des Gebäudes kommen. Ah, nein. Ja, dann sieht man zu hier mit eurem Alkohol. Den muss man unbedingt mal einen abholen. Das ist jetzt ganz wichtig. Wie sieht das hier eigentlich aus? Der ist. Wir brauchen noch eine Hopfenplantage, würde ich mal sagen. Die liegt noch im Umkreis. Oh, okay, dann bauen wir doch noch mal eine. Hä? Habe ich gerade Kampfgeräusch gehört? Das hörte sich an wie so ein Kampfgeräusch von Age of Empires, aber egal. Das war einfach ein Horn. So. Das Schiff ist da. Wir sind bereit. Ja, mach den Regentanz. Komm. Du sollst erhalten, worum du uns gebeten hast. Das Powwow kann beginnen. Okay. Dann mach doch mal den Regentanz. Oder regnet das nur auf der anderen Insel da? Wir sind bereit. Tatsächlich. Hier ist Unwetter, okay. Dann fahren wir doch mal zu ihm hier. Er freut sich doch jetzt bestimmt. Was geht zur Neige? Achso, Alkohol immer noch. Ja, das wissen wir doch. Ja, natürlich nicht, dass wir jetzt pleite gehen. Das wäre jetzt schlecht. Aber komm, so langsam müsst ihr euch wieder. Ihr kriegt wieder Alkohol. Sogar vom Ableben ihrer Majestät ist die Rede. Man sagt, sie wäre am Ende ihrer Kräfte. So. Es liegt an uns, diese Schwarzmaler zum Verstummen zu bringen. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich bin auf dem Weg. Es geht sofort los. Wir haben gleich alle Zutaten zusammen. Es fehlt ja nur noch eine Zutat und die kriege ich sofort. 56 Minuten. Das heißt, ich könnte... Ja, das passt doch. Dann mache ich 3 Folgen, 20 Minuten. Perfekt. Perfekt getimed. Oh, ein Delfin. Cool. So, ihr seid doch jetzt sicher erfreut und gebt uns Kakao. Der Regen hat uns sehr geholfen. Nun kann dieses Land... mein Volk wieder ernähren. Mein Dank ist dir gewiss. Wie versprochen, okay, erhältst du unseren kostbaren Kakao. Bediene dich einfach in unserem Kontor. Ja. Euch zu besuchen lohnt sich immer. Oh ja, ach guck mal. Oh, das war aber jetzt wieder teuer. Wir hätten gar nicht so viel Tabak jetzt eigentlich einkaufen müssen, weil Tabak, egal. Alles klar. Völlig egal. Ich würde sagen, wir haben es damit geschafft. Es sei denn, es kommt noch eine Überraschung. Deswegen, das kann ich mal wieder rausnehmen. So. Wie viel Tabak haben wir jetzt hier eigentlich? Müssen wir eigentlich schon längst voll sein, oder? Na, voll noch nicht, aber fast. Gut. Also jede Menge Tabak haben wir. Und... ja, Alkohol ist wieder schlecht. Aber hier ist wieder ein bisschen Alkohol, okay. Das geht wohl. Alles klar. Wohin geht es? Und damit sollte dieses Szenario abgeschlossen sein. Und wir können endlich die Majestät retten. Großartig. Ihr habt es geschafft, an das braune Pulver zu kommen. Wenn meine Berechnungen stimmen, wird diese Menge für das Heilmittel ausreichen. Hoffen wir es mal. Ihr habt Großartiges geleistet. Das hätte ich kaum für möglich gehalten. Endlich kann ich standesgemäß ans Werk gehen und die Rezeptur für das Heilmittel erproben. Wünscht mir viel Erfolg. Auf jeden Fall. Viel Erfolg.
Heureka, ich habe es geschafft. War schwieriger, als ich dachte. Nun ja, ich erspare euch die Details. Hier ist es also, das Heilmittel für Ihre Majestät. Okay, das freut mich. Wie ich hörte, ist ein Schiff bereits unterwegs, um mich hier abzuholen. Es scheint, als hätte man bei Hofe mein Fortbleiben letztlich doch noch bemerkt. Behaltet mich in guter Erinnerung. Die Königin und ich verdanken euch viel. Und nun, lebt wohl. Auf jeden Fall. Lebt wohl. Juhu, Spiel gewonnen. Ja, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Szenario. Und ich denke mal, wie gesagt, ich mache dann erstmal die einfachen Szenarios durch. Das sollte ja relativ schnell von der Hand gehen. Bevor wir uns wirklich den richtig schweren widmen, da bin ich auch nochmal gespannt. Weil, kann natürlich durchaus sein, dass das dann so 2-Stunden-Dinger werden und dann, dass das aus einigen Parts bestehen wird. Aber schauen wir dann mal. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, weil ich habe das ja alles noch nicht gespielt. Ich spiele das ja auch erst zum ersten Mal. Und, na gut. Wie gesagt, dann sehen wir uns vielleicht auch in einem anderen Let's Play. Mal sehen. Haut rein. Ciao, ciao.